So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Spider-Man 3. Ich bin es, euer Simmerfix. Im letzten Part haben wir uns mit dem Kingpin getroffen. Dieser liebe nette Mann hat es, so wie es scheint, alle Bandenbosse befreit. Und die wir in wirklich einer sehr, sehr langen Zeit verhaftet haben. Also an unserer Arbeit, die wir so in den letzten, schauen wir mal, 7,5 Stunden gemacht haben, war umsonst. Ich liebe Spider-Man. Ja, und haben wir noch eine Nebenmission gemacht, glaube ich zumindest. Irgendwie dachte ich, das wäre Kingpin 2, aber es war nicht Kingpin 2. Und dort haben wir dann noch eine Bombe entschärft. So, und das war auch so das, was wir im letzten Part Wichtiges gemacht haben. So, jetzt starten wir hoffentlich mit der richtigen Kingpin 2 Mission und schauen wir mal, was ihr so Schönes passiert. Moin, Montag, hallo. Ey, der hat eine coole Villa hier, der Kingpin. Auch wenn sie der einzige war, der Kingpin sind. Hol deinen Boss. Sag ihm, er ist erledigt. Das sind echt tolle Pyjamas, Affe. Dann mal los. Herumhüpfen hilft euch auch nichts. Ich lass mich nicht von jemandem anmotzen und Modetipps geben, der gerade mal irgendwie Lumpen anhat oder so. Also. So, da lohnt es sich nicht mal den Rasereimodus anzumachen gegen die paar Apokalypse. Das ist ja kein Problem. Zackabim. 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 So, machen wir wieder unsere beliebte Strategie. Gegner nach oben ziehen. Das Coole ist, die können sich halt gar nicht dagegen wehren, die Standardgegner. Gegen die Strategie immer die Gegner nach oben ziehen, draufhauen, bis sie tot sind. So. Wofür bezahle ich euch eigentlich? So wie es aussieht, für cool drunter segeln. Das sah echt so aus. Einfach nur, die werden bezahlt dafür, einfach irgendwo cool drunter zu springen. So, oh, der kann Flaschen werfen. Oh, zack, boom. Oh, habt ihr den Ausweich gesehen? Alter! Was bist du für ein Hund? Alter! Der haut da die Kugel auf mich. Was bist du für einer? Bam! Ehrlich, Mann. Du hast Nerven, dich hier blicken zu lassen, Spider-Man. Das muss ich dir lassen. Komm hoch. Lass uns reden. Ja, reden. Das sagen sie immer, bevor sie dann auf mich draufhauen. Öffne dich. Das war unnötig, Spider-Man. Ich schalte dich und dein gesamtes Syndikat aus, Fisk. Ach wirklich? Zu schade. Willst du sterben? Die Apokalypse wird euch erschüttern. Ihr habt nicht die Muckis, um die Apokalypse zu schlagen. Willst du sterben? Warum sagen sie eigentlich immer ihr? Ich bin alleine und ich mach ruhig fertig. Ich sollte den Hersteller seiner Sicherheitstüren verklagen. Die funktionieren nicht. Finde ich doch super. So, es war echt blöd. Ganz ehrlich, diese Quicktime-Events kommen immer so, dass man keine Ahnung hat, dass sie kommen. Ich kratze mich da gerade am Kopf und auf einmal soll ich hier klicken. So, das ist doch fies. So. Weg von dieser Tür. Tür öffnet. Endstation, Spinne. Achso, ich muss die Tür zerhauen. Ach klar. So, oh, da sind die doch, wenn sich jetzt davor zerhauen sollen. Alter. Mich stoppt keine Tür. Diese Typen. Also, jetzt sind sie alle tot umgefallen. Weil ich die Tür zerhauen habe, fallen die alle K.O. um. Komm her, Kleiner. Ach so! Ach klar, so kennt man das doch. Spiel beginnt einfach, dass er auf mich draufläuft. So, wir brauchen uns in Rasereimodi, ansonsten haben wir keine Chance gegen den Dicken. Aber mit dem können wir den richtig schön fertig machen sollen. So. Und jetzt fliegt er natürlich auch. Oh, habt ihr den Helikopter gesehen, Leute? Das ist wieder so ein Gegner, ich weiß nicht, wie ich ihm eigentlich Schaden zufügen soll. Weil seht ihr, es ist ja wurscht, wenn wir irgendeine Attacke machen. Im Endeffekt hilft ja immer nur unser Raserei-Modi. Blöde Spinne. Okay, verdammt. So, und jetzt haben wir Raserei und jetzt kommen wir auf ihn draufhauen. Das sind aber auch blöde Kämpfe, finde ich, weil unsere ganzen Kämpfe bestreiten sich einfach nur gerade daraus, dass wir den Raserei-Modi aufladen und dann draufhauen können, weil alles andere können unsere Gegner blocken oder ausweichen und das ist irgendwie voll blöd. So, jetzt habe ich ihm voll wenig Schaden gemacht. Alter! Und es ist ein bisschen mies, dass die Kamera ja richtig scheiße ist, weil hier so ein kleiner Raum ist. So, jetzt haben wir nur ein Kombo. Oh, verdammt. Ich glaube, ich werde sterben. So, komm. Ich bin doch die ganze Zeit hier im D-Modi. Er kann mich doch gar nicht treffen.
So. Jetzt ist aber unser Kombo leer. So, aber jetzt können wir draufhauen. Jetzt kommen wir richtig. Alter, seit wann trifft er mich? Ah, du Dicker, du bist voll unfair. Alter, ihr könnt ja auch mal irgendwie Leben spawnen. Das ist schon wieder so ein hässlicher Bossfight, ganz ehrlich. Jetzt ist mein Ding leer, jetzt muss ich mich verstecken. So. Okay, ein Schlag noch und wir sind tot. So, draufhauen jetzt einfach. So, jetzt können wir ihn immer schön versohlen hier. Blöde Spinne. So. So, und kaum ist unser Ding weg, machen wir ihm natürlich keinen Schaden mehr. So wie sie es gehört. So. Blöde Spinne. So. Ist meine Zeit nicht wert. Doch die drei da haben anscheinend noch etwas mit dir zu klären. So, Cheat enabled, würde ich mal sagen. Cheat enable. Alter, über... Also. Gegen... Gegen zwei von den Typen bin ich ungefähr 10-mal gestorben. Und jetzt soll ich die alle Mütter zusammen besiegen. Ja. Dieser hässliche Kettentyp, Mann, Leute. Also wer sich dieses Spiel ausdeckt, dieser Kampf hier gegen Fizz war schon übelst hart. Der war jetzt wirklich sehr hart. Und jetzt soll ich hier einfach mal so gegen alle nochmal zusammenkämpfen. Warum denn nicht? Ja, klar. Warum kommt hier nicht noch Gott und haut mir gleich persönlich auf den Latz? Ganz ehrlich. Ja, klar. Ich meine halt auch krass wenig Schaden, aber ja, klar. Zuerst müssen wir auf den Typen gehen, der ist der gefährlichste. Geh doch nicht, Alter, Mann. Ich drück nach vorne, er haut nach hinten. Er ist schon so ein Genie, Spider-Man. Du bist schon so cool, Spider-Man. So, wir sind eigentlich nur noch im Dingster, im Ausweichmodus und hoffen, dass uns keiner trifft, Mann. Was anderes machen wir gerade echt nicht mehr. So, aber das war ein schöner Kombo an sich. Ich hasse diesen Typ. Aber der ist immer gleich down. Alter, komm. Scheiße, wir haben schon viel zu viel Leben verloren. Alter, hier könnt ihr mal ein Leben spawnen oder sowas. Du hässlicher Assi, geh mir aus dem Weg, Mann. Du gehst jetzt erstmal sterben. So, kannst mich nicht an. So, er ist down. Oh, bei jedem Spawn Leben. Okay, das ist gut. Das ist wichtig, das brauchen wir. Weil ich werde danach müssen wir nochmal gegen Fizz kämpfen. Alter, wieso? Ich komme nicht mal an das Leben ran. So. So, okay, die Tante, die hat aber auch noch ganz wenig Leben. Also sie sind um einige schwächer, als wir sie das letzte Mal bekämpft haben. Das wäre aber auch sonst wirklich derbe unfair. Also ansonsten hätten wir ja gar keine Chance. Weil ich schlag mich jetzt schon nicht sehr gut. Alter. Also schwach sind sie aber deswegen ihnen nicht. Also Leute, das seht ihr. Ey, ganz ehrlich, wir schaffen es auch nur, weil wir immer unseren Zeitloop-Modus und Ausweichmodus halt machen. Und dann in der Zeit, wo wir... verdammt, warum mache ich den Flipper, Mann? Ich hasse den Flipper, Mann. Ist die unnötigste Fähigkeit überhaupt. So. So, komm. Aber den Drachenschutz haben wir auch gleich. Aber hart sind sie trotzdem. Und jetzt haben wir ihn gleich. Komm, wir haben ihn gleich. Yeah! Na gut, Spider-Man. Ich sehe schon, wir müssen das hier unter uns klären. Komm rein. Kommen wir zur Sache. Ich will jetzt nicht nochmal gegen den Typen kämpfen. Ich habe keine Chance. Ich habe das gerade nur so ganz knapp geschafft. Und jetzt muss ich ihn nochmal bekämpfen, oder was? Ich hasse dieses Spiel. Mir ist nach einem dramatischeren Eintritt. Jo, bitte, mach ihn gleich so K.O. Achso, das ist wieder so hässliches Dickedrücke die ganze Zeit. So. Jo, Großer! Komm,
Komm, ist einfach der gleiche Kampf nochmal. Wer sich so Müll ausdenkt, Leute. Sowas kotzt mich ja übelst an. Ich meine, den gleichen Kampf hatten wir gerade schon mal. Er war knackeschwer. Jetzt kann ich den gleichen Kampf nochmal machen, weil er beim letzten Mal schon so lustig leicht war. So, jetzt kommen wir ihn immerhin so versohlen. Immerhin habe ich jetzt den Trick raus, also... Das heißt ja eigentlich Trick. Eigentlich ist der ganze Trick einfach, wir müssen ausweichen, wenn unser... Wenn unser Zeitlupen-Modi weg ist. Ansonsten, in der Zeit können wir nur weglaufen. Ach so. Jetzt fangen sie mit ihr. Fängt er auch mit seinen scheiß Kombos an. Und wir müssen ihn irgendwie eben die ganze Zeit draufhauen. Machen ihm natürlich keinen Schaden, weil der blockt ja einfach jede Attacke. Und warten, bis dann unser Barometer voll ist. So. Ist gleich voll. Alter! Hör auf mit deiner hässigen Lache, ganz ehrlich, die ist nicht schön. Ja klar, schlag mich, wenn ich meinen Super-Modi habe. Du bist schon so nervig, fiss dich. Und das Schlimme ist halt, ich habe schon wieder die Hälfte des Lebens verloren. Hier bringe ich Manieren bei. So, okay, jetzt ist unser Modi erstmal wieder leer. Jetzt können wir erstmal wieder aufgeben. So. So, die Attacke muss ich gegen, also die ich gerade gemacht habe, dieses Hochspringen und dann im Seile machen, das muss ich auch gleich machen, wenn mein Barometer wieder voll ist. Weil damit kann ich ihn auf den Boden hauen und dann mache ich ihm am meisten Schaden. Freak. Alter, er trifft mich! Warum kann er mich überhaupt treffen, Mann? Ich krieg das jetzt aber gerade nicht hin, Leute, das ist nicht so cool. Hier bring ich Manieren bei. So, jetzt habe ich's. Und jetzt ist mein Barometer natürlich leer. So, okay, das Problem ist, was wir haben noch sehr wenig Leben, wir halten noch maximal 2 Schläge aus und wir müssen, ich schätze mal, noch 2-mal unser Superkombi gegen ihn machen. So, komm, mach deine Attacke. Alter, es ist so arg schwer, überhaupt gegen ihn auszuweichen, Mann. Ein Schlag noch, wir sind tot. So. So, okay. So, das war schön, der Helikopter. Komm, 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 komm. Was ist denn jetzt mit dem los? Jetzt backt er in der Luft und wir können ihn nicht angreifen. Was war denn das gerade? Und, Alter, Alter, das gibt es doch nicht. Wie wenig Leben der Typ noch hat. Ja, freu dich. Ja, du hast mich getötet. Freu dich. Das Ray Moody zu fallen. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Ich halt ungefähr... Mir ist 5 Schläge aus. Eintritt. Oder so. Und der Typ hält ungefähr so 10.000 Millionen Schläge aus. Wir können immer mitzählen. Ja, Cutscene können wir natürlich nicht. Ah, doch, Cutscene können wir überspringen, immer etwas. Du hast es einfach nicht drauf. Einfach nur, weil ich einmal nicht drauf geachtet habe, wie mein Barometer ist. Einmal. So, jetzt war schon wieder leer. Dieses Ding da, das ist blöde Auswahl. Kann man das nicht irgendwie verbessern oder so, Leute? Ich hasse es, ganz ehrlich. Es ist auch so nervig, dass der Raserei immer diese hässliche Animation machen muss. Anstatt dass er einfach Raserei macht. So. So, einfach draufgehauen. So, ein Viertel haben wir ungefähr abgezogen. Jetzt backt er erstmal in der Luft. Auch, schaut euch mal das an. Er backt in der Luft, aber er schafft es trotzdem, unsere Schläge abzuwehren. Das ist schon sehr logisch. Und wie hat er das gerade geschafft? Ich war doch im im Dingster-Modi, im Ausweichmodi. Dir bringe ich Manieren bei. So, jetzt haben wir das schön gemacht. So, gut den Schlag. So, Helikopter. Blöde Spinne. So. Verdammt, das war schlecht, das war schlecht, das war richtig schlecht. So. Weg, 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 weg. Alter, ich kann halt nicht aus meinem Kombo raushüpfen. Wenn ich einmal ein Kombo angefangen habe, dann muss er erstmal eine halbe Stunde draufhauen. Und ich kann in der Zeit nicht ausweichen. Dir bringe ich Manieren bei. Ey, Leute, das ist... Das ist... Diese Kämpfe, Mann. Die machen mich so fertig. Weich aus. Wo ist er? Da ist er. So, gleich ist unser Modi wieder voll. Alter. Oh, Leute, tut mir leid, dass ich hier gerade ein bisschen ruhig bin, aber ich muss mich wirklich so konzentrieren auf diesen Kampf. Der Kampf ist so unglaublich hart. Ihr glaubt es echt nicht. Was heißt, ihr glaubt es nicht? Ihr seht es ja.
Ich meine, einmal kurz nicht drauf geachtet, dass ich einen Schlag abwehre. Und sonst habe ich mal ein Combo abbekommen und ich habe schon fast die Hälfte meines Lebens verloren. Ich meine, wie viel Leg habe ich jetzt abbekommen? 3 oder so. Und wie viel hat der abbekommen? Ihr könnt ja mitzählen. Viele. Jetzt kriege ich erstmal... Ach, klar, weil diese hässliche Animation auch immer voll lange dauert. Schon, dass er einfach sich hier in den Badass-Modi verwandelt. So, jetzt ist es wieder weg. Ich habe fast keinen Schaden gemacht. Das ist sehr schön. Alter! Ich will nicht schon wieder sterben, Leute. Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich wieder nur wegen so einem Leben. So, jetzt muss ich weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Lass mich in Ruhe. Digga. Ah, es wäre halt so viel einfach, wenn man irgendwo halt Leben aufladen könnte. Also, so. Das muss sitzen. Dieses Kombo muss sitzen. Ja! Stirb, Digga! Was habe ich getan? Ich wollte nicht so feste werfen. Keine Spur von ihm. Kann er diesen Sturz überlebt haben? Na, ich bin hier so oder so fertig. Also ich finde es persönlich jetzt nicht so schlimm, wenn er den Sprung nicht überlebt hat. Also ich habe jetzt nicht so eine Sympathie gegen den für den Typ. Also ne hier. Der Kingpin ist hoffentlich besiegt. Ich will nie wieder gegen den kämpfen. Alter, wie viel Leben der hat. Es ist so grausam. Daily Bugle und ansonsten haben wir gar nichts mehr. Oh, das heißt echt, wir müssen diese blöden Daily Bugle-Aufträge jetzt machen. Oh, ich dachte, wir können uns um die rumdrücken. Das heißt aber doch mal eine Theorie, die ich mal hatte, dass man wirklich nur die Daily Bugle-Aufträge machen muss. Und glaube ich, haben sogar gestimmt und alles andere war eine unwichtige Nebenmission. Da freue ich mich ja, Leute, da freue ich mich. Ah, ich hoffe, der Kingpin war der schwerste Gegner, den wir in diesem Spiel besiegen mussten. Ich kann es mir nicht schlimmer vorstellen, Leute. Es kann nicht mehr härter werden. Der war jetzt so unglaublich hart. Ah, immer noch diesmal ohne Cheaten geschafft. Ja, okay, die Drachenschwänze, ja, okay, aber die waren nicht hart, die waren einfach nur unfair. Die waren einfach böse. So, okay, Leute, ich schätze mal, wir müssen jetzt in den nächsten 10 Parts erstmal alle diese blöden Fotoaufträge machen, weil ansonsten haben wir auf dieser ganzen Karte nichts mehr. Ihr seht es, ja? Und so wie es aussieht, werden wir jetzt erstmal in der nächsten Zeit Fotoschießen. Ich habe gar keine Lust auf dieses blöde Fotoschießen, aber uns bleibt wohl keine Wahl. Und deswegen machen wir jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Im nächsten Part heißt es dann Peter Pater, der Fotograf, legt los. Bis dahin, ciao.